So, ihr Lieben, nächstes Thema ist die Französische Revolution und ich würde von euch gern wissen, wann sie war. Das kann mir bestimmt der Danny sagen. Hallo Danny, ich hab dir eine Frage gestellt. Wann war sie denn jetzt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sehen Sie nicht meinen ratlosen Blick? Woher soll ich die Scheiße wissen? Kann ich in die Zukunft gucken oder was? Bin ich Back to the Future oder was? Entschuldigen Sie bitte, Herr Meier, ich könnte da weiterhelfen. Da der Danny es augenscheinlich nicht weiß und eine Bildungslücke besteht, kann ich weiterhelfen. Es ist der 5. Mai 1789. Ja, super gut, Frederik. Ey, gut, gut. Ja, super, dass du das schon weißt. Das ist cool. Finde ich auch. Ging ja auch dann 10 Jahre, der ganze Spaß mit 1799, ja. Eigentlich der Aufstand der einfachen Bürger hat so ein bisschen unser Demokratieverständnis von heute auch geprägt. Ja, also, wie kann man denn wirklich so hobbylos sein? Ich verstehe ja, wenn man mal ein paar gute Noten haben will, aber das ist das Thema von dem ganzen Halbjahr und du weißt einfach schon alles. Was soll der Scheiß? Ja, so sieht es dann aus, wenn man doch ein bisschen was in der Birne hat. Aber ich muss Ihnen auch sagen, das nächste Halbjahresthema ist auch sehr gut ausgewählt. Kalter Krieg. Nee, Digga, ich sag euch ehrlich, jetzt reicht's. Hast du jedes Halbjahr schon vorgelernt? In jedem Fach willst du Abitur jetzt schreiben? Digga, wir schreiben erst in 3 Jahren, kein Problem. Geh nach Hause, chill 3 Jahre. Wenn du alles schon weißt, kein Ding.